In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben, wieder der nächste Tag. Ich habe jetzt gerade eben gekocht, das heißt gerade eben vor 2-3 Stunden. Nach Linas Mittagsschlaf. Es gab bei uns gefüllte Aubergine mit Hackfleisch. Auden hatte Lust darauf. Ich habe das ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon gemacht. Warte, Schatz. Und das habe ich jetzt gemacht mit Reis. Wir haben es gegessen. Ich habe echt viel gegessen. Eigentlich esse ich nicht viel. Also ich kann höchstens nur einen halben Teller essen, aber ich hatte jetzt Hunger. Wir haben auch sehr spät gegessen. Ehrlich gesagt erst so um 18.30 Uhr, 19 Uhr, weil Lina bis 18 Uhr einen Mittagsschlaf hatte. Ne, Schatz, komm. Tata. Hast du Kacke gemacht? Ja, Papas. Ja, dann bring mal eine Pampers. Eine Papas hoch. Ist das zu hoch? Ja, komm, dann komme ich mit dir. Na, hoch. Ja, du musst. Achso, willst du springen? Nee, das ist mir zu gefährlich. Guck mal. Der Tisch steht da. Warte. Oh, du stinkst. Du Stinkbombe. Warum gehst du nicht auf Klo? Peace. Ja, auf jeden Fall habe ich lecker gekocht. Und sie joggt, er geht mich. Ich zeige euch das mal kurz. Ich muss den Boden wischen. Und wir haben echt viel gegessen mit Lena. Also Reis. Und die gefüllten Auberginen. Genau, super lecker. Sieht man jetzt nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob ich dir schon mal ein Rezept dazu gezeigt habe. Ist mega, mega easy. Auf jeden Fall. Morgen gehen wir mit Lina auf die Kirmes. Das ist schon seit 2 Wochen, aber wir waren immer noch nicht da. Ja? Warte, Schatz. Weil wir einfach keine Zeit hatten. Ja, morgen ist Linas Tag. Morgen gehen wir auf die Kirmes und dann so um 17 Uhr in den Indoor-Spielplatz. Ich habe übrigens die Nein, nicht da. Das wird jetzt. Nein. Brüge. Genau. Ja, morgen gehen wir auf jeden Fall auf die Kirmes. Und von da aus abends dann in den Indoor-Spielplatz. Ich weiß noch nicht, ob es morgen voll wird, ehrlich gesagt, dort. Aber ist mir auch egal. Nein, da. Weil wir wollen die Zeit zu dritt noch genießen, bevor Lia kommt. Weil wir wissen ja nicht, ob wir mit Lina immer noch so viel unternehmen können, wie wenn Lina halt da ist. Ja, ich habe jetzt auch die Wäsche gemacht. Ich habe die Bettwäsche gewechselt, weil es kann ja jetzt wirklich jeden Moment losgehen. Lecker. Es kann ja jeden Moment losgehen, ne? Und da wollen wir nichts riskieren. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe. Wir haben bei Wollwort eine Puppe gesehen. Das habe ich euch, glaube ich, erzählt, ne? Die wollte ich kaufen. Knete wollte ich kaufen, aber Knete habe ich heute nicht gekauft, weil ich wusste, wenn sie das sieht. Ja, das ist eine Fliege, ne? Weil ich wusste, wenn sie das jetzt sieht, dann will sie auch damit zu Hause spielen. Deswegen habe ich das jetzt nicht gekauft. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon mal Süßes geholt. Das ist schon in der Tüte, aber ich muss noch so eine Geschenktüte kaufen. Willst du was erzählen? Ja. Ja, aber pass auf bitte, okay? Ich habe aber bei Zubin. Zubin. Da ist Zubin. Bau, da hoch, dann na, dann na, ne.
Meine ist da. Und wer? Ja, Schatz. Nein, mach das nicht zu. Die Wärme soll mal raus. Lina, nicht zumachen, habe ich gesagt. Gehst du mal bitte ins Wohnzimmer, ich muss dir den Boden wischen. Habe ich. Da, da bin ich gewischt. Was denn aus? Was denn aus? Dein Schal? Ja. Das aus? Willst du deinen Kakao trinken? Ja. Ja? Schatz, gib du mir das am besten, nicht dass ich das zerschüttelt. Ja, warte, gib ich dir, warte. Sorry. Adi, hol raus. Hat ich kann, Nina. Ja, komm mal, so. Komm mal, jetzt. Hadi, wir gehen Kämmes. Okay, jetzt von da, hol raus. Lina, nicht so. Ja, Hadi, so. Oh, mein Kind hat Dünge. Guck mal, die kann der Dünge. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nach einem Jahr hat unsere Kamera das erste Mal 100% Akku. Sonst immer so 17, 32. Genau wie die Benzintank. Genau wie mein Handy. Genau wie Tankler. Schwere Tanks. Scheiße, ja. So teuer. Ja. Allah, was war das? Keine Ahnung. Müll bestimmt. Ja, ihr Lieben, wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Kirmes. Auf euch. Und das Wetter ist eigentlich total schön, ne? Ist ein bisschen kalt, aber schön. Ja, was? Ja, jetzt will sie das da hinstellen. Das ist so eine schöne Mama. Tu ihr Kakao da hin. Scheiße, sieht man nicht von hier richtig. Was willst du? Kaugummi? Was? Kaugummi? Aber nur eins. Was denn? Das? Ja. Ist aber aus. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt zur Kirmes und dann ins Indoor-Spielplatz. Wir sind aber eigentlich voll viel zu früh dran. Glaube ich nicht. Wir haben 2 Uhr. Ja. So, was willst du 3 Stunden auf der Kirmes machen? 2,5, warum? Ja, okay, stimmt. Bis zu 1/2 Stunde. Klassenfahrt. Klassenfahrt. Hattest du schon mal eine Klassenfahrt? Nee, ne? Doch, in Irak. Echt? Klar. Bei uns durften Mädchen und Jungs nicht in einem Zimmer schlafen. Bei uns so. Nee, bei euch sowieso. Ehrenmord. Unsere Lehrer war mit Waffe so und er stand nie benutzt mit Waffe. Gewehr. Ich wusste es. Guck, die machen zu. War ja klar, jeden Tag war Angebot. Da steht schon, seitdem wir hier wohnen, 70%, ne? Aber eigentlich können wir jetzt dahin und Kissen kaufen, Schatz. Ich habe gestern unsere Kissen gewechselt. Wir brauchen echt neue Kissen. Ich habe hier überall Schmerzen wegen den Schisskissen. Ne? Die sind auch schon alt. Wir müssen uns was Anständiges holen. Ja, ihr Lieben. Ich bin noch schwanger, wie man sehen kann. Noch. Noch 2 Wochen. Dann. Und der Eltern auch. Willst du ein
Nein, ich nehme einen Bowie! Das war's. Naja, wir nehmen euch auf jeden Fall mit und bis gleich. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir 2,5 Stunden da bleiben werden. Haben wir echt gut ausgehalten, ne? Aber es war auch nicht kalt. Und es war nicht voll. Ich habe 3 T-Shirts an, 2 Jacken. Was war nicht kalt? Tschüss, 2 Jacken. Ja, natürlich, guck mal, 2 T-Shirts. Und ich habe 2 Leggings an, ich habe keine Lust auf eine Hose. Naja, wir sind jetzt auch da und wir sind viel zu früh da. Egal. Wir warten immer bis 17 Uhr, damit wir nicht den vollen Eintritt zahlen müssen. Aber warum soll ich den vollen Eintritt zahlen, wenn ich ab 17 Uhr nur 10 Euro zahle? Für alle zusammen, ne? Warum soll ich 20 zahlen? So. 10 Euro geht sparen. Genau. Ja. Die werden jetzt sagen, ihr Geier. Ihr verdient so viel Geld und es geiert ihr immer noch. Das Leben ist so, Kollege. Hä? Ich muss nicht da? Ich bin von unten jetzt gekommen. Ach so. Ich muss dir nichts sagen. Gott sei Dank, dass du nicht Fahrer bist. Halla. Na, Baba? Aber du hast auch noch ein bisschen Obst und Gemüse mitgenommen von zu Hause. Wir haben grün. Das ist grün, ne? Adamano! Was denn? Amida fährt jetzt im Auto. Du kannst jetzt ja, nicht anrufen. Ja, Amida kommt jetzt. Adamano! Amida ist doch jetzt gleich da. Anno!
Okay, tamam. Ich rufe jetzt Brot an, ja? Bruder Jakob, bist du da? Bist du da? Schläfst du noch? Hier? Nein, oder? Weiß ich nicht, ne? Du machst die Fahrer verrückt. Also bis gleich. So, meine Damen und Herren. Ich hab dieses Programm nicht.